Publikum. Wir freuen uns riesig, dass Sie nach Spandau gekommen sind, dass ihr hierher gekommen seid. Wir werden heute eine Traumton-Studio-Stunde verbringen. Und ganz herzlichen Dank an die famose Elena Katz-Tschörlin, dass sie sich heute kurz vorm Rückflug nach Australien noch extra die Zeit nimmt für eine Production plus Konzert. Ein extra Applaus für Elena. Warum Slick Back Tango? Weil es ist zu tun mit einer Ära, wo die Tänzer gern ihre Haare zurückgeslickt haben. Und ich habe das für einen Film geschrieben. Der Film war eigentlich über Berejkovsky, vielleicht kennt ihr, wer das ist. Ein australischer Direktor, der ist auch inzwischen Intendant von Komischer Oper gewesen. Es war ein Film, der seinen Werdegang als Direktor von Adelaide Festival at the time, das war in 96, und das war irgendwie angehaucht von dem von der Atmosphäre von seinen Theaterstücken. Und ich habe mir vorgestellt, da sitzt jemand irgendwo im Café und trinkt einen Kaffee, und es ist diese ein bisschen 20er, 30er Jahre. Ein Mokka oder Karamell? Welchen Kaffee? Damals gab es, glaube ich, sowas gar nicht. In 20er, 30er Jahren, vor 100 Jahren, ein ganz normaler, schöner Kaffee mit schönen Kuchen. Schöne Atmosphäre. Nächsten zwei Stücke. Einer heißt Le Chat Noir und das andere heißt Biki. Kommt von einem Album von mir für eine australische Pianistin, Tamara Anna Schislowska. Das war ein Album als Tribute für Erik Satie, den wir sehr lieben, den Komponist, gelebt hat in Paris. Und Le Chat Noir war sein Club, wo er Klavier gespielt hat. Und womit wurde er bezahlt? Mit Absinthe, Whisky, Wodka. So, gute Sachen. Die ihn abgelehnt hat und die er versucht hat, aus dem Fenster zu schmeißen. Aber sie war ein Gymnast und sie hat Salto Mortale gemacht und gut gelandet. Sie hat sie nicht verziehen, niemals. Und er hat aber sie genannt Biki. Wir bleiben gleich in diesem nächtlichen Modus und spielen ein Nocturne. Es heißt Nocturne Jazzique.
Danach werden wir die Gurte anlegen und in einer koreanischen Airline starten. Das ist ein Airline-Song, A Delightful Tea-Way Journey. Das war eine Auftragsmusik, ich sag mal, vom Korean EasyJet. Und die Verbindung entstand sehr kurios über eine koreanische Malfreundin von mir in London, die mit verbrannter Asche malt. Und sie kam dann von London nach Seoul und wir haben gemeinsam eine Performance gemacht in ihrem Atelier. Und ihre einzige Jugendliebe war da und entpuppte sich als Chef dieser Airline. Und er wurde dann ein Fan meiner Konzerte und gab mir den Auftrag, 2 Songs zu schreiben. Zum Starten und zum Landen von dieser Airline. Und ich habe mir in den Semesterferien den Kopf zerbrochen, was mache ich? Weil es gibt ja Leute, die gerne fliegen. Die freuen sich, yay, in Urlaub. Aber es gibt solche, die auch Angst haben. Und ich habe dann ewig herumgetüftelt, wie soll es werden? Und habe mich dann für eine gewisse Leichtigkeit entschieden. Und wäre Gesang dabei, dann hieß es A Smart Way to Fly. Und das Witzige ist, ich bin dann immer mit dieser Airline auf eine Insel im Süden von Korea geflogen und da klang dann immer die Musik. Aber als der Boss dann wechselte, war die Musik plötzlich weg. Ich habe den Boss dieses Jahr getroffen und er hat eine neue Airline aufgemacht in Palau. Und er meinte so, du schreibst jetzt die Musik zur neuen Airline. Und habe mir erzählt, ja, ich komme gerade aus Australien, aus Sydney. Ich habe eine fantastische Komponistin und Pianistin dort als Freundin. Und er meinte, ach, nimm sie mit. Und also so das nächste Projekt ist dann irgendwo bei den Fiji-Inseln. Und er hat mir dann die Hymne geschickt und zu dieser palauischen Musik. Und Sie hören jetzt diese kleine Musik zur Journey. Musikalischer Edelstein zur Farbe Grün. Das war auch ein spannendes Werk. War zuerst ein Klavierquartett mit 9 Sätzen und involvieren des Publikums. Ich habe das dann für Violine und Streichorchester umgeschrieben, dann für Violine und Klavier, dann für größeres Ensemble und Orchester, was im letzten Jahr in Berlin zu hören war. Und der Smaragd beschreibt die mystische Welt des ägyptischen Gottes Tod, der sich um die Wissenschaften, um die Studien des Mondes kümmert. Und Sie können gerne, oder ihr könnt gerne die Smaragdtafeln des Tuts lesen. Da gibt es ganz praktische Anweisungen, wie man sich zu den Himmelsrichtungen positionieren soll, wie man schlafen soll, wann man aufstehen soll. Das ist ganz interessant. Es ist eine mystische Lehre. Und das spielen wir jetzt für Sie, für euch. Getroffen habe, ja? Das nächste. Genau, also die Story begann so: Ich fand Elena im Internet.
Ganz modern. Und der Titel des heutigen Abends heißt ja Musikalische Porträts. Das heißt, wir spielen heute musikalische Selfies in moderner Sprache. Und ja, ich habe gelesen über Sie und dann Ihre Stücke gehört, habe Ihren Verlag geschrieben. Und so bahnte sie sich halt mich Briefwechsel an. Und dann dachte ich, ich will unbedingt ein Stück von ihr. Und letztes Jahr hat sich dann ergeben, dass eine Stiftung ein Budget ausschüttete und ich konnte Elena bitten, ein Stück zu schreiben. Und es war ganz interessant, diesen Prozess mit zu beobachten. Und wir haben zuerst an der Besetzung, wollte natürlich wissen, welche Instrumente sind dabei. Dann meinte ich, ja, wir haben auch, wir haben Harfe, ja, Harfe liegt Cibalis und Cembalo auch. Und sagte ich, ja, wir haben auch den E-Bass, cool, E-Bass ist auch dabei. Dann sagte ich, ja, wir haben auch ein koreanisches Instrument, und zwar eine sogenannte Kayagum, das ist die liegende Zitterharfe. Und das war dann der exotische Reiz dabei. Man kann es aber auch ohne dieses Instrument spielen, insofern es entstehen sehr spannende Klangfarben. Und interessant war, dass es vor diesem Stück noch einen anderen Guss gab, weil Elena hat so eine hellseherische Fähigkeit und sie versucht immer, die Auftraggeber ihrer Kompositionen zu erspüren. Und sie schrieb dann so, ja, just for fun, listen this, how is that? Und plötzlich kam so nachts um 4 Uhr mit Zeitverschiebung, ja, kam dann plötzlich ein Stück und dann, how do you like, what do you think? Und dann dachte ich so, ja, habe ich ihr geschrieben, it was incredible beautiful. Ich habe geschrieben, es klingt wie ein Prinz, der nachts durch ein Idyll spazieren geht. So, und dann kam keine Antwort. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Hilfe. I said something wrong. Und dann irgendwie 2 Wochen später, zack, neuer Wurf. That's it. Und dann war klar, das ist es. Und ich finde, es ist sehr, sehr schön und gelungen. Ich wollte erklären, darf ich erklären, warum ich nichts geantwortet habe? Weil wenn man sagt, das ist ein Stück wie Prince, aber man nicht sagt, das ist es, dann weiß ich, dass es noch nicht das ist. Ja? Und ich bin sehr, ich fühle, wenn einem was richtig gefällt oder nur ein bisschen gefällt. Das ist ein Unterschied. Es muss ein Stück, ich weiß, dass für dich ein Stück sein musste, das du liebst. Das musste sein. Also ich weiß, dass du unglaublich anspruchsvoll bist. Und Likewise. Das wissen ihre Freunde auch hier. Und das erstens natürlich für deine Geige sein muss. Du musst die Solistin sein bei diesem Stück. Das muss irgendwo bei dir irgendwie, auch Textur von dem Stück muss liegen dir. Es muss attraktiv sein, eine bestimmte Art und Weise, und es muss dich fesseln. Das andere war nur so ein pretty piece. Das war, ich kann übrigens mich nicht erinnern, wie das ging. Also wenn etwas weg ist, ist weg für mich. Dann, ich glaube, ich besuche das nie wieder, diesen Entwurf. Aber dann plötzlich hat mir diese zufällig einfach reingeflogen. Und oft bei Komponieren, ich komponiere am Klavier, du komponierst auf der Geige oder auf Klavier auch? Gemischt. Ja, und ich habe keine Wahl, ich habe nur Klavier. Und sie kann sehr gut Geige spielen übrigens. Ja, vergiss es. Nein, sie hat mich ein bisschen Unterricht gegeben, das stimmt. Sehr guter Lehrerin. Best student ever. Oh, whatever. Don't ask me to play. Nein, und nicht diese Geige auch. Nein, bei mir oft entstehen Stücke als 2 Akkorden. Also nur, wenn ich 2 Akkorde habe, in diesem Falle 4 eigentlich, dann plötzlich entfaltet das Stück wie eine Blume, die wächst. Ja, die wächst plötzlich aus dem Nichts, aus einem kleinen Kern oder aus einem kleinen Samen. Plötzlich ist es da. Ich glaube, ich habe es in 4 Tagen geschrieben und dann etwas länger hat gedauert, natürlich das Orchestration. Gerade das Instrument, was du erwähnt hast, Kayagum, war sehr attraktiv für mich auch und ich mochte das sehr und eigentlich ist es sehr schön. Natürlich haben wir das jetzt nicht hier, aber du versuchst das ein bisschen nachzumachen. Also wir haben jetzt verkleinert das Stück von 20 Instrumenten waren dabei. 20 Instrumente? Ja. Nee, wir waren 25. 25. Und jetzt, da gibt es auch Schlagzeug, das gab Marimba. Flöte und Klarinette gab es auch. Klavier war auch dabei, aber jetzt ist es ein bisschen anders. Es ist verkleinert auf nur uns 2. Aber Sie werden den Pazifischen Ozean. Ah ja, das heißt Times of Rain and Sun, weil als ich das Stück schrieb, hatten wir gerade, wie jetzt auch in Australien, wir gingen von einer Katastrophe von Bushfire
bis zur Überflutung. Also das ging dauernd, entweder zu viel Regen oder zu viel Sonne. Und dann habe ich gedacht, das ist so naheliegend. Irgendwie ist das Stück ein bisschen wie Wassertropfen und es gibt aber auch diese sonnigen Momente. Und ich wollte das als was Optimistisches und Positives sehen, als mehr als Desaster. Ich wollte Rain als wasserbringend, lebendbringend und Sonne als Wärme spendend. Also kathartisch. Ja, es war kathartisch. Vor 10 Tagen probten, hat es geregnet. Wir waren in einem Café und haben einen nice, schönen Kaffee getrunken. Und dann kam so ein Herr, der Kellner, und meinte so, oh, outside, it's dusty, it's raining, oh, liquid sunshine. Und beide dann so im selben Moment, oh, that's a nice title. Und deshalb dachte ich, ich muss da irgendwie darüber noch was machen. Und dann waren wir war ich in Zürich am Wochenende und mir ging die ganze Zeit ein Motiv durch den Kopf. Ich habe es dann aufgeschrieben und jetzt kommt die Preisfrage an Edelina. Das ist nämlich eine gewisse Reminiszenz auf ein Stück des heutigen Abends. Ist da drin? Musiktheorie. Wir sprechen morgen. Auf jeden Fall. Ich weiß schon nicht jetzt. Ich weiß ganz genau nicht. Auf jeden Fall habe ich das Stück noch schnell geschrieben und es wird sich sicherlich noch ein bisschen ändern. Aber ich danke Elena, es ist auch für Sie gewitzt, Matt, dass sie das jetzt spielt. Und das heißt Liquid Sunshine. Und bekam seine Inspiration in der Weinerei. Ich wusste es, weißt du das? Ich habe mir euch genau in der Weinerei vorgestellt. Oh. Genau. Die Weinerei. Habe ich euch beide in der Weinerei gesehen. Und das war richtig Regen und Sonne gleichzeitig. Ja. Das war nämlich das Wichtige. Ein Abend jetzt schon. Und das hat Victoria geschrieben. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich kein Klavier, ne, zu üben, wollte ich noch sagen. Es war unsere letzte Zeit, wo wir uns treffen. Und Victoria sagt, warte, ich habe jetzt um 2 Uhr nachts, ich schreibe noch einen Surprise. Und ich dachte, oh nein, aber es ist sehr schön. Und danke dir.
Das nächste Stück ist schon ein bisschen älter. Und zwar war das für Sopran, Klavier, Gitarre und Violine gedacht für ein Geburtstagskind in der Nähe von München. Was ist manchmal passiert, dass jemand Auftrag ergibt oder gibt es mehr für ein Stück, was geheim ist von jemandem. Also ein Geburtstag für Ehefrau oder ein 30 Jahre also Zusammenleben zum Beispiel, also Heirat, also dieses Überraschungsgeschenk. Manchmal müssen sie das selbst spielen, aber nicht in diesem Fall. Die Ehefrau von dem Mann, die hat beauftragt für ihre 30 Jahre Jubiläum, aber auch für seinen 60. Geburtstag. Er wusste davon gar nichts und deswegen heißt das Stück Out of the Blue. Und sie hat es extra für Klavier und Geige beauftragt, weil ihr Lieblingsinstrument war Klavier und seins ist Geige. Also ist kommt zusammen. Es besteht aus 4 Teilen. Tender Waves, weil sie gerne sailen. Also sie haben ein Boot und sie sehr gerne auf dem See zusammen segeln. Segeln ist das Wort. Und das ist ganz gentle, zart. Es fängt sehr zart an. Es ist so wie also eine Erinnerung, wie man sich getroffen hat und dieses ein Keim von Liebe entsteht auf dem See. Innerlich. Es fängt mit einem schönen Klang, das Victoria macht. Das ist nämlich, was sie machen wird, ist nicht so ganz einfach. Und dann, sie lieben auch tanzen zusammen. Und dass ihre Liebe auch diese liebsten Bounds durchgegangen ist. Also es ist nicht einfach gerade Linie, sondern es war so. Quiet
Moment, das ist eine Erinnerung an diese Quiet Times, die man so hat miteinander, wo man nichts sagen muss. Deswegen passiert auch in der Musik fast nichts. Es sind ein paar Akkorde, ein paar diese flüssige Töne. Man muss sich vorstellen, so vielleicht eine Eislandschaft. Es ist also, ob ein Moment frozen in time ist. Wir nehmen das Traumtonstudio in die Antarktis. Das ist eine tolle Reihe. Genau. Jetzt weiß es sehr gut. Der Mann ist ein richtig toller Ingenieur und Geschäftsmann, und sie wollte seine Persönlichkeit in diesem Stück, in diesem letzten Satz zeigen, dass er sehr decisive ist, also er hat viele Entscheidungen zu treffen, er ist the head of the company, und deswegen heißt es Passionate Determination. Eigentlich ist er eine Art Marsch. Ne? Und das ist unser Schlussstück. Wir haben 50 Zugaben vorbereitet. Sehr gut. Daraus können wir jetzt ein paar rauspicken. Mit welcher möchtest du beginnen? Es sind noch ganzes Konzert gibt's. Nein. Wir spielen yours first. Okay. And then we play mine. Das ist dann fair, oder? Ja. Okay. Das erste heißt Forever und ist geschrieben als Art ewige Huldigung, ewiger Dank an eine Musikmäzenin, die dieses Jahr im Januar verstorben ist. Die Dame lebte in Hamburg und war Präsidentin der Deutschen Stiftung Musikleben, und das war sehr, sehr traurig, weil ich sie natürlich gut kannte und sie hat uns immer unterstützt mit Instrumenten, mit Stipendien etc. Und ich habe versucht, das Stück auch mit einer uplifting, also einer doch warmherzigen, optimistischen Note zu versehen. Und wer ganz genau zuhört, die Dame lebte in Hamburg, und in Hamburg lebte ja auch Brahms. Da ist ein ganz kleines Zitat drin, vielleicht hört es jemand. Thank you.
Theaterzugabe. Stück heißt Eliza Aria, kommt aus einem Ballett, was ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Das war Wild Swans, nach Hans Christian Andersens Fairy Story. Eliza war Prinzessin und sie war die Heldin des Stückes. Sie hat sich auf die Reise begeben, um ihre Brüder zu retten, die in wilde Schwänen gewandelt wurden von der Stiefmutter, der Königin. Und dieses Stück wollte ich wollte dem vergeben, also geben, eine Qualität von Naivität, also von einer Unschuld, von einem guten Herz, Reinheit von Gedanken, dass sie nun wirklich an alle anderen gedacht hat als an sich selbst. Und deswegen gibt es da sehr wenige Töne, aber trotzdem müssen sie gut sein. Also trotzdem ist es eine Anforderung. Ursprünglich war das nämlich gesungen von einer Stimme. Und für eine Stimme zu singen, sowas wie das, ist ziemlich schwer. Es ist keine richtige Melodie im Sinne von Melodie, also das wäre eine Melodie. Aber das ist eine Studie. Studie ist das, was ich eigentlich liebe, und ich schreibe sehr viele Studien, die werden dann zu Stücken. Ja. Und es ist nämlich wirklich eine Studie für die Stimme und jetzt auch für die Geige. Gutschein für Sinne gerne überreichen. So. Wow. Ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Dankeschön.